Hallo YouTube, willkommen zu dieser Reaction. Wir haben ja schon auf die 10 seltsamsten Häuser reacted, in einem der letzten Videos. Jetzt reacten wir auf die 10 seltsamsten Restaurants der Welt. Das wird sicher genauso geiles Video wie das andere. Lasst unbedingt ein Like da, lasst unbedingt ein Abo da. Schaut bitte, bitte bis zum Ende, weil ihr wollt nicht verpassen, was das seltsamste Restaurant der Welt ist. Und schreibt einen Kommentar, in welchen Restaurants ihr so schon wart. Und kommentiert andere Kommentare von Kommentaren, die kommentiert wurden. Das macht ihr immer sehr cool. Und ja, lasst ein Abo da. Wir sind kurz vor den 12.000. Ja, und jetzt rein in das Video. In einem guten Restaurant zu essen. Gutes Essen ist wichtig. Und natürlich möchtest du von freundlichem Personal bedient werden. Und was könnte mehr Spaß machen, als etwas Neues und Besonderes Das auszuprobieren? stimmt, Etwas, da hat was er andere recht. Restaurants nicht anbieten. Immer mehr Restaurants folgen diesem Trend. Also lehn dich zurück und lass dich verwöhnen, denn hier sind die Top 10 der verrücktesten Restaurants der Welt. Du bist Das neu sieht auf so diesem ekelhaft Kanal? aus. Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere Ja, die abonniert auch mich. Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Genau, gebt dem Video auch einen Daumen nach hoch. Nach hoch, by the way. Nach oben. Nummer 10. Ich hoffe, dass du keine Höhenangst hast, denn wenn du Höhenangst hast, ist das Kommentiert, ob Vogelnest ihr Restaurant, Vogel auch bekannt als Bird's Höhenangst Nest habt, Junge, Restaurant in vertrag. Thailand, nichts für dich. Hier Was für können Kunden Vogel? privat einen Blick auf die Baumkronen genießen, während sie in einem Weidekorb in einem Baum in etwa 5 Metern Höhe essen. Die Körbe oder Vogelnester, wie sie es nennen, bestehen aus Weidekörben mit Lederriemen. Du Das sieht brauchst dir sehr schön keine aus Sorgen dort. zu machen, denn sie sind stark und sicher. Da Es würde ich sind gerne mal. Zipplines zwischen den Meine Bäumen Mutter gespannt, gefragt, die ob Kellner Pico cooler benutzen, ist. Sie meint ihr Mann. Okay, cool. Danke fürs Unterbrechen des Videos. um euch Essen und Getränke zu bringen. Es scheint mir, dass du dafür gute Balancierfähigkeiten haben musst. Leider konnten wir nicht Nee, herausfinden, braucht man wie die nicht. Kunden in die Vögelnester kommen. Vielleicht sind an den Bäumen Treppen befestigt oder es gibt einen Flaschenzug, der den riesigen Korb hochzieht. Oder vielleicht müssen sie auch die Ziplines benutzen, wie die Angestellten. Was denkst du? Lass es Ich mich unten denke, dass sie wissen. auch die Zipline verwenden müssen. Nummer 9. Das Essen in diesem sehr ungewöhnlichen Restaurant ist hier zweifellos großartig. Aber würdest du die Gerichte gerne essen, wenn die Dinge um dich herum wie die Sachen aussehen, die du im Badezimmer benutzt? Ja. Überraschenderweise ist es für viele Leute ein Ja. So skurril es auch klingen mag, das moderne Toilettenrestaurant wurde zu einem Trend für die Menschen in Hey, das ist voll Taipeh und geil, die da kann man so Touristen, die die essen und Stadt wenn man fertig besuchen. mit Die Essen Sitze ist, dann sind kann man echte halt direkt Toiletten und die so. Tische haben Toilettenschüsseln. Also. Dein Getränk wird in einer Mini-Toilette serviert und wenn Das du hier. ein Eis mit Schokoladengeschmack bestellst, wird es auf einem Oder wenn es Glas nicht so gut serviert. schmeckt, kann man halt Und so wie wäre es reinkotzen mit dann. einem Haufen dampfender Nudeln, die in einer Toilettenschüssel serviert werden? Wir würden es wahrscheinlich nicht selbst essen, aber Lecker. trotzdem ist das moderne Toilettenrestaurant, wie du auf den Fotos und dem Video sehen kannst, tatsächlich sauber und ordentlich. Und ohne allzu sehr auf ihre Schüsseln und Gläser zu achten, sieht das Essen tatsächlich lecker aus. Natürlich gibt es auch eine große Toilettenschüssel außerhalb des Restaurants. Denn es ist natürlich nicht die Absicht, dass das Geschirr, in dem das Essen serviert wird, benutzt wird für, du weißt schon. Nummer 8. China ist als Hightech-Land bekannt. Sie stellen die technischsten Sachen und Gadgets und auch Roboter Hi her. YouTube, Sodass. lasst ein Like da, abmontiert den Kanal, kommentiert kommentierte Kommentare, kauft Fetus Merch und folgt ihm auf OnlyFans. Genau, macht das Sie alle. eines Tages, lasst uns Roboter nicht nur für Krankenhäuser und Kinderspielzeug verwenden, lasst uns Roboterköche machen. Kaum gesagt, schon getan. Das Restaurant Geil, Fooden noch in mehr Guangzhou machte Arbeitslose. insgesamt 46 Roboterköche, die verschiedene Gerichte perfekt zubereiten können, wie gedämpften Fisch und leckeres Wokrindfleisch. Die Gerichte sehen genauso aus wie die der Profiköche. Du wirst dich auch nicht langweilen, während du auf deine Bestellung wartest, denn sobald du das Restaurant betrittst, wird dich ein Roboter an deinen Tisch begleiten und mit dir plaudern. Der Roboter wird dir auch als Kellner dienen. Die Kunden müssen nur ihr Handy mitbringen und die Speisekarte scannen. Dann geht der Roboter in die Küche und wählt die Zutaten für den Roboterkoch aus. Diese Roboterköche haben sich auch freiwillig gemeldet und den Einheimischen während des Lockdowns bei der Zubereitung des Essens geholfen. Cooles Restaurant, da würde ich mal Nummer gern 7. hin, ja. Dieses Restaurant in Bangalore beweist, dass das Thema Gefängnis luxuriös und geschmackvoll aussehen kann. Ein Angestellter in Gefängnisuniform wird dich willkommen heißen, wenn du das Central Prison Restaurant betrittst. Und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass dir sofort Handschellen angelegt werden. Die Stühle und Tische sind ordentlich aufgestellt und du Außer kannst du heißt sogar Hugo wählen, und in hast einer keine Steuern Gefängniszelle zu bezahlt. Die Roboter speisen. sehen komisch Mach dir aber aus. keine Sorgen, die Zellen sind nicht abgeschlossen, so dass du rauskommen kannst, wann immer du willst. Es ist auch schön, dass sie die Nummern der Gefängniszellen als Tischnummern verwenden. Wenn du an Gefängnisessen denkst, denkst du vielleicht an einen halbgekochten Brei mit Kartoffelpüree oder Bohnen.
Aber in diesem einzigartigen Restaurant erwarten dich schmackhafte Gerichte wie Honighuhn, Nudeln und gebratener Reis. Alles in allem haben die Besitzer des Central Prison Restaurants ihr Bestes getan, um eine gemütliche Atmosphäre zu schaffen. Das sah gemütlich aus, da hat er recht. Nummer 6. Fische gehören zu den beliebtesten Haustieren der Welt und manche Menschen lassen einige von ihnen in einer Schüssel oder einem Aquarium herumschwimmen. Aber in Vietnam haben sie ein Café namens Nguyen Duoc Hoa, wo sie Fische um die Stühle und Tische schwimmen lassen. Die Idee war, einen Teich mit Koi-Karpfen zu bauen und der Besitzer machte diesen Traum wahr, indem er den Boden eines zweistöckigen Gebäudes mit einer Wasserschutzhülle füllte, in der Koi-Karpfen und andere kleine Fische herumschwimmen. Und auf wie viele Fische wurde das schon getreten? Die Kunden müssen ihre Schuhe ausziehen und ihre Füße putzen, bevor sie das Gelände betreten. Nguyen nannte seinen einzigartigen Café-Teich Amix-Café und er befindet sich in Ho Chi Minh City in Vietnam, also musst du weit reisen, wenn du vorhast, ihn jemals zu besuchen. Die Fische wurden nun an einen anderen Ort gebracht, wo sie in Glasbehältern um das Café herumschwimmen. Nguyen hatte einige Beschwerden von Leuten erhalten, die ihm sagten, dass er den Fischen auf diese Weise schadet. Im Nachhinein war es keine so gute Idee, aber eine einzigartige Erfahrung. Ja, arme Fische. Nummer 5. In der Stadt Dubai findest du ein Hotel in Form eines Segels namens Burj Al Arab. Dieses weltberühmte 7-Sterne-Hotel namens Al-Mahara ist das luxuriöste Restaurant der Welt. Wir haben das Restaurant ausgewählt und in die Liste aufgenommen, weil der Grad der Fantasie so extrem ist, dass es seltsamerweise atemberaubend und überwältigend ist. Bevor du das Stockwerk erreichst, wo das Al-Mahara ist, musst du einen goldenen Aufzug nehmen. Außerhalb des Restaurants ist eine riesige goldene Muschel. Sie haben auch einen Luxuskühlschrank für all ihre Weine und ja, der ist auch aus Gold. Du musst auch durch eine Muschelgalerie gehen, um in den Speisesaal zu gelangen und du kannst erraten, woraus diese besteht. Und natürlich, wenn das Gold nicht ausreicht, hat das Restaurant auch ein riesiges Aquarium mit den schönsten Fischen, die darin herumschwimmen, das vom Boden bis zur Decke bedeckt ist. Wir sind jedoch der Meinung, dass dieses exklusive Restaurant mit einem saftigen Preisschild versehen ist, wenn ihr es besuchen wollt. Ne, glaube ich nicht. Nummer 4. Wenn du in einem Krankenhaus landest, ist das für die meisten Leute kein Spaß. Aber in Jakarta gibt es ein Krankenhaus mit einem tollen Themenrestaurant. Am Anfang hat Hospitalis echtes Krankenhauszubehör benutzt. So kann man zum Beispiel in einem Rollstuhl zum Krankenhausbett gefahren werden, wo man ist. Auch die Beleuchtung ähnelt der von echten Operationssälen. Sogar das Personal trägt Arzt- und Krankenpflegeruniformen mit weißen Mützen und roten Perücken. Die Kunden werden gefüttert und dieses Restaurant scheint mir eine sehr seltsame Erfahrung zu sein. Zum Beispiel wird ein Getränk in Gläsern serviert, die sie auch in Labors benutzen. Die Person, die sich dieses Konzept ausgedacht hat, hat eine sehr reiche Fantasie. Trotzdem scheint es ein ziemlich beliebtes Restaurant zu sein, in dem man sehr gut essen kann. Nummer 3. Das Kayabukiais ist ein altes japanisches Sake-Haus-Restaurant in Japan. Sake ist eine Art alter japanischer Wein. Dieses einzigartige Restaurant wurde von den Gästen geliebt, da es zwei Makakenaffen beschäftigt. Ah ja, aber die Fische müssen raus. Der erste Affe namens Yachan war nur das Haustier des Besitzers, bevor er zur Arbeit in das Restaurant kam. Aber dem geht's wahrscheinlich richtig gut. Eines Tages fing er an, die menschliche Arbeitskraft zu kopieren, also gab seine Besitzerin Kaoru Otsuka Yachan eine Arbeitsmöglichkeit. Gekleidet in Hemd und Hose nimmt er die Getränkebestellungen der Kunden entgegen und serviert sogar. Yachan ist ein echter Profi geworden und macht einen guten Job. Der jüngere Makakenaffe namens Fuku-chan macht sich auch ganz gut, obwohl er nur 2 Jahre Erfahrung hat. Fuku-chans Job ist es, den Kunden warme Handtücher zu bringen und ihre Hände zu reinigen, bevor sie Getränke bestellen. Wenn die Kunden ihren Service mögen, und das tun sie oft, können sie ihnen Sojabohnen als Trinkgeld geben, was die Affen lieben. Nummer 2. Das vorletzte Restaurant auf dieser Liste ist das Opaque Restaurant in Los Angeles. In diesem Restaurant kann man buchstäblich im Dunkeln speisen, ohne jegliche Beleuchtung. Die Besitzer sagen, der Hauptzweck ihres Dining in the Dark sei es, den Gästen eine neue Erfahrung zu bieten. Wenn du deine Augen schließt und nichts mehr sehen kannst, bist du auf deine anderen Sinne angewiesen, wie Tastsinn, Klang, Geruch und Geschmack. Auch diese werden sensibler, so fühlst du dich bei den Menschen, mit denen du isst, besser. Du hörst die Geschichten, die erzählt werden und du riechst und schmeckst das Essen noch besser. Auf diese Weise möchte das Restaurant den Kunden ein neues Esserlebnis bieten. Die Leute, die in dem Restaurant arbeiten, sind entweder blind oder haben ein wenig Probleme mit ihrem Sehvermögen. Obwohl sie ein wenig an die Dunkelheit gewöhnt sind, wurden sie speziell geschult, damit sie die Mahlzeiten besser und schneller servieren können.
Und Platz 1, was ist das jetzt im Restaurant? Nummer 1. Bunker 42 ist das tiefste Restaurant in Moskau, das 65 Meter unter der Erde liegt. Bevor es zu einem Speiselokal wurde, war es ein geheimes Atombombendepot und spielte während des Kalten Krieges eine große Rolle. Das Restaurant ist eigentlich nur ein Teil des gesamten Bunker 42, denn der historische Bunker hat auch ein Museum, einen Themenpark und Platz für Veranstaltungen. Wenn du den gesamten Bunker besichtigen möchtest, wirst du eine Weile brauchen. Die Besucher gehen normalerweise in das Restaurant, um etwas zu trinken oder typische russische Gerichte zu essen. Für ein unterirdisches Restaurant ist der Bunker 42 sicherlich schön dekoriert mit großen, weichen, roten Stühlen und runden Decken. Außerdem spielen sie normalerweise alte sowjetische Filme und Musik, um die Gäste beim Essen zu unterhalten. Bunker 42 ist das seltsamste dieser Restaurants, denn wer hätte gedacht, dass man unterirdisch an einem Ort essen kann, der früher ein wichtiges Lagerhaus war? Ich hätte das gedacht. Was war für dich das seltsamste Restaurant auf dieser Liste? Schreib's doch einfach in die Kommentare, also unter meinem Reaction-Video, das wäre cool. Ja, das waren die 10 seltsamsten Restaurants. Cooles Video, danke, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Lasst ein Like da, ein Abo, kommentiert Kommentare mit Videovorschlägen, was ich noch so anschauen soll. Und ich würde sagen, tschüssi, ciao, ciao.